Die eigene Wohnung wird in der Regel von der Familie sauber gehalten. Für öffentliche Räume, wie zum Beispiel den Arbeitsplatz, gibt es meist Reinigungspersonal, aber auch ein Gemeinwesen wie eine Stadt, mit deren Straßen und Flächen muss gepflegt werden. Mit dem Idealfall, dass alle Bürger ordentlich sind, ist kaum zu rechnen. Außerdem geht ständig, garantiert, irgendetwas kaputt. Um stets für Ordnung im Stadtgebiet zu sorgen, verfügt Coswig über einen eigenen Baubetriebshof, die sogenannte interne Lösung. Das kann man extern lösen, das machen auch einige Kommunen. Coswig hat sich aber entschieden, einen eigenen Bauhof vorzuhalten, wenn man so sagen darf. Und ich denke, das hat sich auch bewährt. Es gab immer wieder die positiven Rückmeldungen auch aus dem Stadtrat, dass die Grünanlagen sehr ordentlich gepflegt werden. Ich denke bloß an den Platz vorm Rathaus, der ja jedes Jahr auch im Frühjahr sehr schön bepflanzt wurde und gerade im Moment an Blütenpracht zu besichtigen ist. Der Baubetriebshof ist aber nicht nur für die Grünanlagen zuständig, er macht auch Kleinreparaturen in Gehwegen, an Straßen. Und dort zeigt sich der Vorteil, wenn eine Kommune einen eigenen Baubetriebshof hat. Es bedarf bloß einer kurzen Meldung. An der Stelle gibt es einen Schaden im Fußweg, an der Straße. Und der Baubetriebshof reagiert sehr schnell. Das ist, wenn eine Kommune keinen eigenen Baubetriebshof hat, in der Geschwindigkeit oft nicht der Fall und nicht möglich. Grob gerechnet kommt auf 1000 Coswiger Bürger ein Mitarbeiter vom Baubetriebshof, der hier in der großen Kreisstadt für Ordnung sorgt. Die Anzahl 19 hat sich über die Jahre als wirtschaftlichste Lösung herausgestellt. Es gibt selbstverständlich in der Hochphase im Sommer, wenn gerade in den Grünanlagen viel zu tun ist, schon ein paar Engpässe. Also wenn wir feuchtes Wetter haben und die entsprechenden Temperaturen, dann gibt es schon die eine oder andere Ecke, wo man kaum mit dem Unkraut jeden hinterherkommt, beziehungsweise mit dem Rasenmähen. Auf der anderen Seite muss man aber auch bedenken, im Winterhalbjahr gibt es entsprechend wenig zu tun und dort muss man halt eine Balance finden. Sicherlich jeder Passant in Coswig wird schon öfter die fleißigen Damen und Herren in ihren auffälligen Anzügen in meist gebückter Körperhaltung gesehen haben. Ihr Arbeitsumfang ist nicht gerade einseitig. Die Aufgaben eines Baubetriebshofes bei der Stadt sind kommunale Aufgaben. Ich sage mal Anlagenpflege, Spielplatzpflege, Bänke reparieren, Bepflanzung, Frühjahrsbepflanzung, Sommerbepflanzung herstellen. Dann Straßenreparaturen, im kleinen Umfang Gehwegbau und Winterdienst. Ein Baubetriebshof kann sicher mit einer Firma verglichen werden, denn auch hier ist ein Firmengelände notwendig. Inzwischen hat der Coswiger Baubetriebshof vor geraumer Zeit sein drittes Domizil bezogen, aus Gründen, die nicht von der Hand zu weisen sind. An der Walze, das war schon gegenüber dem ursprünglichen Standort zur Wende ein Fortschritt. Aber das Gelände dort an der Walze war nicht groß und es stellte sich dann in Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er heraus, dass eventuell dort auch eine Straße lang gebaut werden soll. Die Planungen haben sich inzwischen so weit verfestigt, dass demnächst vielleicht das Planverfahren dort eingeleitet wird. Also die Straße über das derzeit freigelenkte Baubetriebshofgelände an der Walze geführt wird. Und deswegen wollte der Freistaat dieses Gelände auch, wenn es soweit ist und die Straße gebaut wird, käuflich erwerben. Auf der anderen Seite hat der Freistaat hier eine Straßenmeisterei gehabt und das Gelände stand zur Verfügung, sodass wir hier das Gelände dem Freistaat abgekauft haben. Und der Freistaat wird dann das Gelände an der Walze von uns abkaufen, wenn er dann mit dem Straßenbau beginnt. Einige der Aufgaben, so unter anderem Straßenreparaturen, die der Baubetriebshof zu erledigen hat, werden vom Stadtrat beschlossen. Daher war es an der Zeit, dass sich die Stadträte einmal selbst ein Bild vor Ort machen wollten.
In der letzten Aprilwoche waren rund 20 Stadträte in Begleitung von Coswigs Oberbürgermeister Thomas Schubert als Besucher von Roland Leibiger im Baubetriebshof empfangen worden. Was es hier alles zu sehen gab, soll dieser kurze Überblick verdeutlichen. Also sagen wir so, wir haben den Sozialtrakt, der hinter mir zu sehen ist. Dann den Garagentrakt, wo die ganze Fahrzeugtechnik unterkommt. Dann haben wir noch eine Sandhalle und eine Halle, wo auch noch Zeug eingelagert wird, wie Quickdämme für die Stadt bei Hochwasser. Und eine Abrisshalle, da sind jetzt nur die Requisiten von der Stadt drin, so wie die Ostereier Weihnachtsdeko, die dann, wenn der Abriss kommt, dass das dann auch in einer anderen Halle untergebracht werden muss. Und so wurden die Stadträte samt OB dann auch gezielt in zwei Gruppen von Objekt zu Objekt im Gelände geführt. Vorher traf man sich noch im Bürotrakt, wo erst Informationen über den Baubetriebshof inklusive Beantwortung von Fragen der anwesenden Stadträte erfolgten. Nach Besichtigung des Verwaltungsgebäudes ging es dann ins Gelände des Baubetriebshofes. Also dieses Jahr ist geplant, die Fassade, die Rückseite zu machen. Das Jahr drauf werden dann die Garagentore gemacht. Und was mir auch noch am Herzen liegt, dass wir dann das Jahr drauf die alte Trafostation abreißen. Mit der Anzahl von 19 Leuten ist arbeitsmäßig für die Stadt Coswig alles abgedeckt. Bezahlt werden sie nach Tarif. Das leidige Thema Nachwuchssorgen wird hier nicht sonderlich groß geschrieben. Einstellungen erfolgen derzeit nur, wenn jemand in Rente geht. Eine Vergrößerung der Mannschaft ist nicht vorgesehen. Das Arbeitspensum der orange gekleideten Damen und Herren wäre jedoch um einen Punkt geringer, wenn von so manchem Bürger die Wertstoffplätze nicht missbraucht würden. Eigentlich, was mir sehr am Herzen liegt, ist, sind die Wertstoffplätze. Dort finden wir sehr viel Müll, den wir zusammen sammeln müssen. Und da wäre es eigentlich sehr lobenswert, wenn die Bürger das vielleicht doch in die Wertstoffhilfe schaffen. Wir sammeln Fernseher ein, Waschmaschinen ein, haben dafür drei Container vom Zweckverband, wo wir das entsorgen. Und das ist jede Woche eine Runde, also mindestens ein bis zwei Autos jede Woche voll, die wir einsammeln. Das ist auch im Gleisdreieck, das ist eigentlich so ein bisschen der Sperrpunkt, wo eigentlich ganz viel Müll neben diese Wertstoffcontainer abgelegt wird, weil die Leute denken, da habe ich es am schnellsten entsorgt. Wer bei der illegalen Ablagerung von Müll erwischt wird, muss mit einer Anzeige rechnen. Eigentlich könnte man doch die eigene Stadt auch mit der eigenen Wohnung vergleichen. Ein Ort, der immer wohnlich bleiben sollte.